Hallo Leute, herzlich willkommen zu Diablo 3. In der letzten Folge haben wir mit allen Leuten ein bisschen kommuniziert. Ja, also wir haben mit ein paar Leuten geredet. Und diesmal gehen wir in die überflutete Halle, gleich mit der Action los. Denke ich. So, erst einmal Schild drauf. So, da blinkt das schon. Das ist aber schnell. Teil von Kanes verlorene Reisebibliothek. Andariel, die Herrin der Qual. Andariel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Ja. Also so eine wie mich. Von tapferen Helden. Ja, ihr zwei. Ihr seht nicht gesund aus. Was macht ihr eigentlich hier? Warum ist hier unten ein Händler? Okay. Abgeschlossen. Sprechen mit Kaiser Khan, den Zweiten in der überfluteten Halle. Was machst du denn hier, Kaiser? Du, Zwerg, du. Halt, Händler. Hast du was Besonderes? Nope. Wow. Wow. Ja, das kaufe ich natürlich. So. Ist der auch besser als meine? Nö. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Zweite Intelligenz, auch nicht besser als meine. Okay. Gut. Ey, Moment mal, was passiert hier? Entschuldigung, was kosten die Altränke bei dir? 160. Ja, gleicher Preis. Hey, Zwerg. Kaiser Khan der Zweite. Hört mir zu. Ich kann nicht lange reden. Billy als Wächter beobachtet mich ständig. Kaiser Hakan? Was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid sicher auf dem Weg in die Oase. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Okay. Belials Plan. Wie konnte all das passieren? Ich kann nur wenig ausrichten. Meine Berater und die kaiserliche Wache überwachen mich auf Schritt und Tritt. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber Belials Einfluss ist stark. Aber jetzt habt ihr mir eine Chance gegeben. Vielleicht meine einzige Chance. Hilfe des Kaisers. Wie könnt ihr mir helfen? Ihr seid hier, um Belial zu töten, oder nicht? Ich kann dabei helfen. Ich würde euch nicht in Gefahr bringen wollen. Ich kann trotzdem auf meine Art kämpfen. Ich will mein Reich zurück. Ich kann Belials Identität herausfinden und ihn euch ausliefern. Okay. Vertrauensfragen. Warum sollte ich euch trauen? Ihr habt versucht, uns zu töten. Ich habe euch doch schon gesagt, dass das nicht meine Entscheidung war. Ich werde auf Schritt und Tritt kontrolliert und ich bin von Feinden umgeben. Aber ich schwöre, dass ich euch helfen werde. Ich werde es euch beweisen. Und wie? Und wie? Okay. Da ist nichts mehr. Hey, Templer. Hast du was mit denen zu besprechen, oder wie? Keine Geheimnisse da, ja? Eingestürzter Wasserkanal. Okay. Okay, Moment. Moment.
bin gerade hier runtergekommen. Kann man sich nicht mal kurz sammeln? So. Schrein der Raserei. Und ihr Zwerge verschwindet. Ihr stört doch nur. Die Welt ist nun sicherer. Naja. Mosche Trümmer. Aufgeblähte Leiche. Wir kennen das. Gas. So. Teil von Kanes verlorene Reisebibliothek. Duriel, der Herr der Schmerzen. Ich dachte, das bin ich. Duriel ist Andariels Zwilling. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Übel unterstützt hatten. Der Herr der Schmerzen bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Tal Rasha, als er von Helden getötet wurde. Ja. Okay. Ach so, ich habe gedacht, hier geht's weiter. Aber hier geht's nicht weiter. Dann bleibt nur eine Richtung übrig. Wir müssen eine Oase finden. Oh, schnell weg, schnell weg. Boah, waren wir jetzt schnell. Ja, das hat kurz geleckt. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Oh ja. Stopp, ich will euch hier nicht haben. Und das Schild will ich auch haben. Nein. Bleib stehen. Und einen noch. Können wir mehr also von denen finden? So. Was haben wir bekommen? Irgendwas für uns? Ist ja klar. Was denke ich auch? Ich lerne das einfach nicht, oder? Okay, gehen wir mal nach oben. Aufgeblähte Leiche, schnell weg hier. Was für ein Kaiser würde sein Volk so leiden lassen? Ich habe das Gefühl, dass die Dinge im Chaldeum nicht ganz so sind, wie sie erscheinen. In der Tat, wir stehen schließlich dem Herrn der Lügen gegenüber. Ups, 40 Gold. Da die fliegen, nee, die gehen einem auf den Wecker. Noch eine aufgeblähte Leiche. Oh, eine Armbrust. So. Und weiter geht's. Wie war jetzt ein bisschen den Let's Play anschauen? Spielt ihr selber auf Diablo? Oder guckt ihr? Oder schaut ihr nur zu? Das wäre mal. Das ist mal eine interessante Frage. Ich frage mich, ob man da selber spielt. Oder einfach nur zuschaut, weil man selber das Spiel nicht spielen kann. Also, ich mache ab und zu beides. Ja, es gibt Spiele zum Beispiel, die kann ich auch von der Zeit her nicht spielen. Ja, und dann tue ich einfach ein bisschen zuschauen, was die anderen machen. Vielleicht ist das Spiel gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht meine Richtung. Ja, manchmal ist es auch so, dass man bestimmte Spielrichtungen nicht so besonders mag. Man zwar gern zuguckt, wie zum Beispiel. Wie soll ich sagen? Zum Beispiel alle Shooter, ja? Also,
So, Shooter, ich gucke sie ab und zu mal sehr selten an, aber selber spielen tue ich eigentlich nicht. Ich finde das einfach nahezu hektisch und ich bin vielleicht in Shootern vielleicht nicht so gut. Deshalb also spiele ich eigentlich so nicht mit Shooter, aber ab und zu schaue ich mal eine an. Okay, Speicherpunkt. Will ich nicht. Ja, und dann gibt es ab und zu Spiele, die ich einfach. Ist das aktiviert oder nicht? Und wie ist der nicht aktiviert? Ich gehe mal kurz durch. Ah ja, doch aktiviert. Jetzt sieht er. Ja. Beim Licht. Einen derartigen Ort habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist ein Dschungel. Ja, also ich persönlich gucke mir ab und zu Spiele an, wo ich zum Beispiel ab und zu nicht mehr weiterkomme. Ups, was ist denn das? Okay, sie sind ein bisschen groß. Das heißt groß. Sie sind ein bisschen mächtiger. Ich habe nicht genug Arkankraft. So, neues Wissen. Es ist leicht, sich auf die gefährlichen Feinde am Boden zu konzentrieren. Doch die Blutfalken beherrschen auf grausame Weise den Himmel. Diese blutrot gefiederten Vögel warten, bis ihre Beute sich in einer misslichen Lage befindet und schlagen dann zu. Beobachtet ihre Schatten und bleibt immer fluchtbereit. Aber klar doch. Teil von Kains verlorener Reisebibliothek. Mephisto, der Herr des Hasses. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinsal durchsickerte und die Zakharum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Ah ja, der wird zurückkehren, ah. Ja, aber. Oh. Moment. Du bist doch nur eine Blume. Aha. Was finden wir hier? Eine Hütte. Nö. Also ich traue der Truhe nicht. Na gut. Unvorstellbarer Reichtum. Naja. Unvorstellbarer Reichtum sieht anders aus. Entweihte Gebeine. Hauptsache, die geben Gold. Was bist du denn für einer? Mann, oh Mann, ey. Ups, schnell weg. Neues Wissen. All jenen, die meine Leistungen als Forscher anzweifeln, präsentiere ich meine Ergebnisse bezüglich des Dünenderwis. Es kostete mich viele Jahre, die Wahrheit über diese seltsamen, tödlichen Erscheinungen herauszufinden. Doch meine Quellen lassen darauf schließen, dass es sich dabei um die verfluchten Überreste von Magiern handelt, die einen Dämon beschworen, der weit über dem lag, was ihre Macht zu kontrollieren vermochte. Ist ja super. Inventar. Inventar sieht. Ja. Noch einige Massen aus. Aber. Ich gehe erst einmal. Erst einer der Historiker meines Ordens ist einst hierher gekommen. Er nannte es
Ein fruchtbares Tal voller schlanker Bäume und farbenprächtiger Blumen. Ein Ort, an dem das Böse nicht Wort zu schlagen konnte. Ich fürchte, damit hat er nicht mehr recht. Ja, fürchte ich auch. So, wir gehen in das Versteck der Lara. Verkaufen ein paar Sachen. Und machen dann eine Pause. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge sehen. Also Moment mal, etwas will ich euch noch zeigen. Ich habe jedes einzelne Stück immer wieder rübergezogen, rübergezogen, rübergezogen. Es geht auch einfacher. Klicken. Und dann einfach. Ja. Aber man könnte es auch natürlich lesen, dann würde man es wissen. Na gut. Nur als kleine letzte Info. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.